Herzlich gegrüßt in Anis Welt. Es folgt eine aktuelle Vorschau der zukünftigen Nachrichten. Politik. Wie in meinen letzten Vorrichten genannt, existieren hierarchische Systeme nicht mehr. Der Zerfall dieser pyramidalen Strukturen breitete sich bis in die kleinste Gemeinde aus. Auch in meiner kleinen Gemeinde fanden diese Veränderungen statt. Seither steht Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt des Lebens. Dieser Wandel hat sogar meine Nachbarn, nach anfänglichen Schwierigkeiten, erreicht. Wie ein altes Kleid schüttelten sie Egoismus und Niedertracht von sich ab und hüpften nun den ganzen Tag voller Enthusiasmus um ihr Häuschen herum. Sie kamen mit einem selbstgebackenen Apfelkuchen zu mir und boten mir ihre Hilfe an. Vor lauter Freude brachen wir zusammen in Tränen aus und herzten uns. Eine neue Gemeinschaft ist entstanden. Das Beste, so passierte es nicht nur hier, sondern überall, von Haus zu Haus, fand ein Entgegenkommen statt. Hilfe und Unterstützung ist die Parole. Positive Gespräche finden statt, anstatt wie vorher die Gespräche hinter dem Rücken anderer. Das Leben wurde schlagartig leichter und freudvoller. Und zusammen werden neue Projekte in Angriff genommen. Technik. Vor 3 Jahren kam eine neue Art der Kommunikation auf. Sie wurde nach ihrem Erfinder T. Margelet benannt. Nachdem weitere Verbesserungen an der neuen Art der Kommunikation stattfanden, finden sich Menschen aus aller Welt zusammen. Endlich kam das zusammen, was zusammengehört. Es haben sich Menschen zusammengefunden, die zukünftig in familiären Strukturen auf großen Familienlandsitzen leben. Das Leben gestaltet sich im Einklang mit dem Rhythmus der Natur. Am Anfang gab es Zweifel von einigen, da ja angeblich das Erdreich nicht genügend Platz für alle bieten würde. Unsere Mutter Erde hat sich da etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es ist einfach herrlich mit anzusehen, wenn dieses Phänomen eintritt. Es passiert jedes Mal, wenn ein Menschenkind das Licht dieser Welt erblickt. In diesem Moment bildet sich auf magische Weise ein circa 1 Hektar großes Grundstück neben dem Grundstück des elterlichen Landsitzes. Wie lieb Mutter Erde zu uns ist und alles so wunderbar für uns bereitet. Alles, was zum besten Gedeihen des Lebens für dieses neue Leben benötigt wird, wächst auf diesem Land. Jetzt und in Zukunft werden die Früchte, die auf diesem Grundstück wachsen, für die beste Gesundheit des Neuankömmlings sorgen. Es macht so viel Spaß, dieses Phänomen zu beobachten, sodass es kaum abgewartet werden kann, dass sich wieder Nachwuchs einstellt. Gesundheit. Die Farbkalibrierung, die jeder Mensch erhalten hat, führt die Menschen, die sich innig lieben, zueinander. Diese wundervolle Harmonie führt dazu, dass sich alle äußerst wohl fühlen, kranke Körper heilen und Zufriedenheit breitet sich auf der ganzen Erde aus. Diese positiven Schwingungen stärken den Körper und machen alle sehr glücklich. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass Schwangerschaften überaus leicht und angenehm verlaufen. Eine schwangere Frau wirkt ganz besonders. Das Strahlen
was sie in dieser Zeit umgibt, erfreut jedes Herz. Eine schwangere Frau geht nicht. Sie schwebt mehr über die Wege, die sie beschreitet. Ebenso leicht und harmonisch verläuft der Geburtsakt. Jede Wehe wird herbeigesehnt und findet ohne Schmerzen statt. Stattdessen erzeugt jede Wehe ein wunderbares Gefühl von Liebe und Vervollkommnung. In dieser schönen Welt wird das Leben willkommen geheißen und alles ist für ein gutes Gedeihen vorbereitet. Allgemeines Weltgeschehen. Trotz dieser positiven Entwicklungen auf der gesamten Erde haben ein paar Leute ihre düsteren Pläne noch nicht aufgeben können. Sie sahen die ganzen positiven Entwicklungen und wollten diese nutzen, um ihren perfiden Plan, die Menschheit zu digitalisieren, endlich zu Ende bringen. Da all diese positiven Ereignisse in ihrer Hand spielten, setzten sie sich an ihre Quantencomputer und starteten das Projektionsprogramm. Da in den Köpfen der Menschen der digitale Schlüssel über die manipulierten Nahrungsmittel und medizinischen Produkten schon lange eingesetzt war, drückten sie nun auf den Startknopf. Dies fand am 6.6. um 6.33 Uhr statt. Wie auf Kommando reagierten alle Menschen. Alle machten sich auf den Weg nach draußen, egal welche Bedingungen gerade herrschten. Der Kochtopf, der überkochte, das Baby auf der Wickelkommode sowie alle anderen Arbeiten wurden einfach im Stich gelassen. Wie Roboter starrten alle zur selben Zeit in den Himmel. Mit weit geöffneten Augen wurde das Schauspiel am Himmel verfolgt. Jeder sah, seinen vorherigen Glauben entsprechend, seinen Erlöser in den Wolken. Vor lauter Ehrfurcht sanken alle Menschen auf die Knie und sahen ihr Armageddon bestätigt. Automatisch öffneten sich die Münder und es schallte ein einheitlicher Lobgesang, simultan von allen Menschen gesungen, zum Himmel empor. So erklang es dreimal hintereinander. Gruselig. Plötzlich wurden alle aus ihren Lobpreisungen und Gedanken gerissen. Total verstört schauten die Menschen um sich. Alle 90 Meter erhoben sich gigantische Monolithen empor. Sie waren 9 mal 9 Meter und schossen bis zur Ionosphäre, das sind ca. 6000 Meter, in den Himmel empor. Jeder Monolith hatte eine Kugel an seiner Spitze. Diese Kugel fing hell zu leuchten an. Blitze sprühten aus diesen Kugeln hervor und sie verbanden sich. Jede Kugel verband sich mit der anderen Kugel und es entstand ein ganzes Netz über der Erde. Es leuchtete hell und stark. Dieses Netz schützte vor weiteren Einflüssen dieses computergesteuerten Erlösers. Die Menschheit begriff schlagartig, was ihnen gerade widerfahren war. Die Trance war vorbei. Mütter rannten schnell zu ihren Kindern und nahmen sie beschützend in den Arm. Nichts war wirklich noch wichtig, außer die Liebe zu den Seinen. Nachdem der Schock vorüber war, bemerkten alle Menschen, dass sich unter ihren Standorten schwarze Pfützen gebildet hatten. Ganz unbemerkt sorgten die Monolithen dafür, dass alles Schlechte und Unnötige aus ihrem Körper entwich und diese dunkle Masse war alles, was übrig blieb. Ab diesem Zeitpunkt benötigte niemand mehr ein Medikament, denn jedes körperliche Gebrechen wurde geheilt. Die Monolithen
zogen sich nach 3 Tagen wieder in die Erde zurück. Das Schutznetz allerdings blieb erhalten und färbte den Himmel in den wunderschönsten Farben ein. Es war sogar eine neue Farbe dabei, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Diese Farbe brachte neue Hoffnung und Mut in die Herzen aller. Das Unheil war endlich besiegt. Es fand kein Armageddon statt. Und niemand dachte mehr an die alten Glaubenskonstrukte. Herrlich! Übrigens wird die neue Farbe zu Ehren der Monolithen, die rettend eingegriffen haben, Monoli genannt. 3-mal dürft ihr raten, was in diesem Jahr wohl die Trendfarbe war. Ich hoffe, diese Vorrichten haben dir gefallen und du teilst sie mit deinen Herzensmenschen. Sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier in Anis Welt. Deine Ani.